Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 264. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi. Der Herr Basti. Gute. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Servus, grüezi und hallo. So, wir wollen reden über Fußball und wenig Punkte vom Wochenende. Wir haben gespielt gegen Hoffenheim, wie ja der ein oder andere wahrscheinlich mitbekommen hat im Vorfeld. Und vor allen Dingen die Menschen, die Bastis Twitter-Stream verfolgt haben, wie er sich mit Hoffenheimer Maskottchen und Weißwein hat ablichten lassen, was er uns gleich nochmal näher erklären muss. Wir hatten ein paar Veränderungen in der Startelf. Rebic und Regota auf der Ersatzbank, dafür Stendera und Barkok in der Mannschaft und Varela auch von Anfang an, dafür Tabata gar nicht im Kader. Also mal eine etwas andere Geschichte, und ich fand, man konnte relativ klar ab der ersten Minute erkennen, was so die Taktik war, die Kovac sich da vorgenommen hat. Hinten das Ding irgendwie dicht machen und nach vorne langen Hafer und versuchen irgendwie mit einem schnellen Konter da ein Tor zu machen. Hat auch irgendwie so für 90 Minuten funktioniert, aber dann hat so ein bisschen die Konzentration gefehlt. Herr Basti, ja, wie hat sich das so im Stadion anschauen lassen? Ja, ich glaube, meine Vorbereitung, mein Alkoholkonsum während des Spiels hat nicht dazu geführt, dass ich euch jetzt hier große taktische Analysen liefern kann. Ich habe das Spiel eher auf emotionale Weise verfolgt, und da kann ich berichten, dass die Stimmung hervorragend war. Und ja, und was du gesagt hast, war ja trotzdem so, also wenn es geklappt hätte, wären wir alle nach Hause gefahren, hätten gesagt, ja gut, wir hätten jetzt nicht erwarten können, dass wir gewinnen können, wir haben einen Punkt mitgenommen, was wahrscheinlich sogar mehr ist, als viele erwartet hätten. Also kann man Kovac, glaube ich, weil es fast geklappt hat, taktisch fast keinen Vorwurf machen, auch wenn ich sagen muss, dass nach vorne ein bisschen mau war das schon. Also da hätte man vielleicht sehen können, okay, die Hoffenheimer sind nicht so zu 100% da, wie sie es vielleicht sonst sind, und da hätte man mit ein bisschen mehr Zutrauen vielleicht sogar dort was holen können. Dass am Ende dieses komische Tor da fällt, das ist sehr, sehr ärgerlich, und ich glaube, ich wäre auch mehr ausgerastet, wenn nicht andere Umstände da wären, dass die Eintracht tatsächlich noch im Pokalfinale ist, und da wäre ich, glaube ich, wütender nach Hause gefahren, als das dann der Fall war. Dennis, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, taktisch fand ich es eigentlich auch einwandfrei aus der Rumpftruppe der Resterampe, die Kovac da noch zur Verfügung hatte. Auch ein Stendera hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Man hat ihm schon die Verunsicherung angemerkt. Es waren am Anfang gerade ein paar Fehlpässe oder auch Abstimmungsprobleme, aber das kann kein Mensch erwarten, dass auch gerade gegen Hoffenheim. Man muss ja immer wieder auch den Gegner dann wieder betrachten. Der Nagelsmann macht da auch eine sehr gute Arbeit. Taktisch waren die auch gut aufgestellt. Wir haben wenig zugelassen, überraschend wenig zugelassen. Es waren ein paar Situationen dabei, wo ich mich einfach geärgert habe, wo so ein bisschen der Biss gefehlt hat. Ihr habt es beide ja auch schon angesprochen mit dem, gerade das Gegentor. Das ist natürlich was, das hat was mit Konzentration zu tun. Das hat auch was mit ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es dann... Da war einfach, die Körperlichkeit hat gefehlt. Ich glaube, es war auch Rust, der Gegenspieler von Hübner dann, der da nicht richtig mit hochgeht. Einige haben ja gesagt, ach, der stützt doch auf, auch der Hübner bei dem Tor. Ja, ist auch nicht hundertprozentig sauber gewesen, das denke ich ja auch. Aber gut, es ist eine Sache, ist schade, ist blöd, dass so ein Spiel natürlich dann durch so eine Kackaktion noch verloren geht. Mit einem 0-0 hätten wir super leben können, und wirklich an Kovac nochmal ein Lob für das, was er an Spielern zur Verfügung hatte, hat er eine super Leistung gegen eine gut aufgestellte Hoffenheimer Mannschaft gegeben. Ja, also ich stimme dem grundsätzlich auch zu, aber man muss schon sagen, dass Hoffenheim überraschend schwach war. Und dementsprechend ärgert es mich, dass die Eintracht halt hier die Chance verpasst hat, um näher ranzugehen, mehr ranzugehen. Man muss halt wirklich auch festhalten, dass die Eintracht offensiv echt schlecht war. Trotzdem erinnert mich das Spiel so ein bisschen an die Partie von Gladbach bei uns, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, die sind gar nicht so gut, wie ich sie in den Vorwochen gesehen habe, und das ist doch etwas, was könnten wir ausnutzen, haben wir damals auch nicht hundertprozentig gemacht, jetzt gegen Hoffenheim auch nicht. Muss aber sagen, der Mannschaft will ich das auch schon zugute halten, dass hier unglaublich viele Spieler ja auch noch gar nicht viele
Partien gemacht haben nach ihren Verletzungen und so weiter und so fort. Mhm. Auch ein Russ, ich meine allein, dass ein Russ nach so kurzer Zeit wieder auf dem Platz steht, ja, das ist schon eine Überraschung. Das für mich hat er vorhin besagt, Stendera ein richtig, richtig ordentliches Spiel gemacht, ja, und das nach der Verletzung kommt relativ früh wieder rein. Auch eine richtig ordentliche Partie gemacht. Ich kann der Mannschaft eigentlich kaum ein schlechtes Urteil ausstellen, muss aber sagen, dass es halt das Offensivspiel einfach wieder gehapert hat. Ich fand zum Beispiel, dass Seferovic sehr bemüht war, natürlich auch wieder unglücklich, aber trotzdem sehr bemüht. Das will ich ihm auch mal zugute halten, wenn ich mir in den letzten Wochen auch Rekrute oft angeguckt habe, der auch ja unglücklich agiert hat, fand ich, dass Seferovic zumindest im kämpferischen Einsatz da gut dabei war. Es gab ja so eine ein oder andere Situation, wo er auch eigentlich ganz gut gearbeitet hat und in dem letzten Moment hat den Pass nicht, die Chance nicht verwandelt hat, was ein bisschen ärgerlich war, aber trotzdem war er schon ein Aktivposten in dem Offensivbereich, auch wenn es nicht hat sollen sein. Ja, gerade so dieses eine Ding, was glaube ich irgendwie so 20. Minute rum oder irgendwas war, wo er dann doch relativ gut durchkommt und sich dann den Ball zu weit vorlegt und dann quasi mit dem Ball zusammen da in Baumann reinläuft. Also wenn du da halt einfach ein bisschen mehr Glück hast und dann nochmal so einen kleinen Schlenker machst, dann ist das Thema halt auch durch und dann kommst du mit der Taktik da auch voll durch. Ja. Also von daher, ich würde da jetzt auch nicht anfangen, der Mannschaft da jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen. Die Standardsituationen haben mir auch wieder nicht gefallen. Ja gut, ich glaube, das wird sich auch diese Saison nicht mehr ändern, Basti. Ja, das Ding ist halt, aber es ist gerade für so Spiele, wäre das echt hilfreich. Wir haben das ja tausendmal schon nie gesagt, aber wenn du so ein Spiel hast, wo du dich echt bemühen musst, dass du irgendwie hinten gut stehst und die ganze Zeit die Konzentration hochzuhalten, ich weiß nicht, also man feuert die Mannschaft zwar immer wieder an und man freut sich auch immer noch im Stadion, wenn Eckball da ist und dann merkst du, die Stimmung wird lauter, aber eigentlich kannst du dich da hinstellen und denken, ja gut. Ja, das Einzige, wo bei Ecken was passiert ist, wenn der Gegner irgendwie die Ecke hat, ja, oder ja, genau, die Standardsituation. Genau, also das ist mehr Angst vor haben musst. Ja. Das ist ja das zweite Ding. Erstens machen wir halt aus den Standards nominell erstmal nichts und zweitens ist es ja so, dass wir auch meistens den zweiten Ball nicht kriegen, sondern den zweiten Ball eher an den Gegner abgeben und dann das Problem haben, dass wir halt in so einen Konter irgendwie reinlaufen. Genau. Das wird sich aber auch diese Saison echt nicht mehr ändern. Also da würde ich jetzt wirklich einfach darauf hoffen, die letzten drei Spiele mit maximaler Punkteausbeute noch irgendwie durchgehen und dann können wir bitte mal ganz intensiv über das Thema Standards reden. Das muss im nächsten Jahr besser werden, weil dann haben wir ja auch wieder ein anderes Kaderthema. Geht so weit. Aber du hast ja auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht so hundertprozentig eingespielt war in der Formation, weil da sehr, sehr viele Pässe fehlgingen. Also das war auch im Spielaufbau natürlich überaus hinderlich, dass du nicht die Möglichkeit hattest, hier mal konsequent Züge nach vorne zu machen. Da hat vieles gefehlt. Du merkst, die Mannschaft ist jetzt natürlich auch an einem Punkt angelangt, wo sie für sie schwierig ist, hier irgendwo auch zu bestehen mit den Ausfällen, mit den dauerhaften Wechseln. Man darf nicht vergessen, da spielen so viele Spiele, für die es eigentlich ein Tick zu früh wäre. Ja, ja? Klar. Und dann macht sich das natürlich in der Qualität einfach bemerkbar. Ich habe einen Tweet oder einen Menschen bekommen nach dem Spiel, wo mir gesagt wurde, ja, also international für euch wäre das nichts mit der Truppe. Ja, ist natürlich klar. Also ich meine, da braucht ihr gar kein Handy. Ja, das ist ja ein großer Experte, der dir das gesprochen hat. War das Basti vielleicht? Nein. Ja. Nein. Was mich nur im Endeffekt ein bisschen erneut missfallen hat, war die Tatsache, dass Barkok gespielt hat und erneut schlecht gespielt hat. Barkok ist jetzt ein Personalie, auf die ich jetzt hier schon mehrfach hingewiesen habe. Natürlich gibt es andere Spieler, wo ich sage, das musst du mal durchdrücken, aber ich glaube, Barkok tut es aktuell irgendwie nicht gut. Der macht ein ums andere wirklich schlechtes Spiel. Und da muss man sich mal was einfallen lassen. Und der belohnt sich halt auch nicht. Und es ist halt einfach momentan zu wenig. Ich finde, momentan hat er nur sehr eingeschränkte Bundesliga-Qualität. Ja. Vielleicht sollte man überlegen, ihn wirklich nochmal anders aufzubauen. Weil wenn du siehst, wie ein Stendera trotz so einer Verletzung wieder reinkommt, welche Präsenz er hat, das ist halt ein massiver Unterschied zu Barkok. Ja, die Frage ist halt, wen hättest du dann alternativ da stellen können? Da wäre der fast ja nur noch Tarasay geblieben. Oh, den auf keinen Fall. So, und dann... Ja, oder du hättest halt doch wieder irgendwie mit Blumen oder Rebic oder irgendwas von Anfang an gehen müssen. Ja, Blumen. Ja, Blumen dann eher. Hätte ich auch. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Man muss trotzdem der Mannschaft, ich glaube, wir können trotzdem alle zusammen festhalten, dass wir so eine
konzentrierte, ja, ich will es jetzt nicht Energieleistung sagen, aber dass wir diese Hoffenheimer Mannschaft so lange in Schach gehalten haben, hätten wir eventuell nach diesem Gladbach-Spiel nicht unbedingt erwarten können. Definitiv nach, nicht. Also gerade nach wenn diesen ganzen Verletzten und du hast da diese 120 Minuten plus X noch und diese Emotionen, wo die dann auch vielleicht so ein bisschen, du kriegst ja auch von Emotionen so einen kleinen Kater, will ich es mal nennen, dass du so ein bisschen runterfährst nach so einer Aufregung. Ja. Dass wir dann gegen eine Mannschaft gespielt haben, die aktuell echt mit der heißeste Scheiß im deutschen Fußball ist, zumindest so auf ist dem es. Platz. Das ist schon aller Ehren wert, dass dieses Tor in der 19. Minute fällt, ist übel, passt irgendwie zu unserer Rückrunde auch. Also, dass die Rückrunde tatsächlich so ein bisschen davon geprägt ist, dass die Eintracht für ihr Glück härter arbeiten muss als in der Hinrunde. Und das hat, glaube ich, deutlich gezeigt, dass wieder so ein Dreck passiert ist. Ja, aber diesen Dreck können wir echt leichter verkraften, wenn du überlegst, dass die Eintracht mit zwei Spielen in der Rückrunde, das war gegen Augsburg und in Gladbach, die Stimmung derart ins Positive gedreht hat, ist auch beachtenswert. Also ich glaube, es gibt Saisonverläufe, die nicht so dramatisch sind wie die unsere in der Rückrunde, wo es deutlich loher brennt als hier. Also das ist schon bemerkenswert. Und wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen gegen Augsburg und Gladbach gewonnen. Und trotzdem hast du nicht mehr, dadurch, dass du keine Existenzängste mehr in der Liga hast und bist im Pokalfinale, kann man die Saison, glaube ich, trotzdem mit einem fast ganz nach oben gestreckten Daumen bewerten, egal was jetzt noch passiert. Natürlich sollten wir jetzt nicht unbedingt drei Spiele in Folge verlieren. Wäre ein bisschen schade. Ich glaube, dass die Stimmung trotzdem in den Sommerreihen gut sein wird, wenn wir jetzt wirklich nicht sagen und klanglos drei Spiele hintereinander verlieren und 6-1 im Pokalfinale. Aber ich glaube, das passiert nicht, weil ich dieser Mannschaft, auch wenn es eine Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist, ich habe Vertrauen in diese Mannschaft irgendwie. Auch wenn ich weiß, dass sie nicht so gut sind und dass die auch wenn ich wirklich die Top-11 auf dem Platz steht, wirklich immer schwer ist und die Mannschaft wirklich ganz viel Aufwand betreiben muss, um erfolgreich zu sein. Trotzdem habe ich Vertrauen in die Mannschaft in dem Sinne, dass ich sage, ich befürchte nicht, dass die einbrechen oder irgendwie Schlendrian einkehrt oder irgendwas passiert, was mich wütend macht. Und das ist auch was anderes. Also es ist, kommt selbst bei Niederlagen kommt es oft darauf an, wie das passiert. Und ich glaube, dass wir der Mannschaft wirklich kein riesigen Vorwurf machen können, dass sie dieses Spiel so unglücklich verloren hat. Also bei der Niederlage auf gar keinen Fall. Nee. Ich meine, du bist über 90 Minuten couragiert in der Defensivbewegung. Du versuchst hier die natürlichen 0-0 ja mehr oder weniger zu erkämpfen. Das ist spielerisch nicht das höchste der Gefühle, ist aber trotzdem eine grundsolide Angelegenheit und da finde ich das in Ordnung, ja, und dass du dann halt, das Dumme ist halt, dass du wirklich wieder in der Nachspielzeit oder wirklich in der 90. Minute so ein dummes Ding kassiert, was ist ein nach dem anderen Mal, ist es halt ein Nackenschlag und es ist ein Beleg dafür, wieder, was ihr schon gesagt habt, dass dir in der Rückrunde halt einfach nichts zufliegt, ja, aber wir müssen jetzt weiter die Ruhe bewahren, du merkst, du bist halt irgendwo ein bisschen ausgemergelt, aber du musst halt sehen, dass du jetzt zumindest noch ein paar Punkte holst und gegen Hoffenheim oder in Hoffenheim hat sich ja realistisch gesehen eh keiner Punkte ausgerechnet. Genau. Also maximal einen hätte ich mir noch ausgerechnet und das wäre ja fast aufgegangen, aber auch das war eher so, ja, mit viel Optimismus an der Stelle, von daher, ja, nicht besonders schön, auch gerade wenn es mal eine gute Situation gewesen wäre, da nochmal sich irgendwie so ein bisschen da oben zu festigen, dadurch, dass Köln ja auch nur einen Punkt geholt hat gegen Dortmund, was ja auch schon eine ganz ordentliche Leistung ist. Ja. Ja, also von daher wäre das eine gute Chance gewesen, da sich nochmal irgendwie oben ran zu hängen. So bist du halt so ein Stück weit da oben raus, wobei du halt auch noch irgendwie so ein bisschen in diesem Pulk mitschwimmst. Also von daher ist es da nichts verloren. Also, ja. Das ist zwar jetzt ein positiveres Szenario als damals, aber wisst ihr noch, als wir gegen Hoffenheim schon mal verloren haben, wo alle gedacht haben, die Nummer ist jetzt durch mit der ersten Liga. Und glaube ich, wir sollten, damals haben wir schon in dieser kuscheligen Familiensendung darauf hingewiesen, dass man das nicht tun soll. Und ich werde das jetzt auch nicht tun. Ich werde jetzt das Gleiche tun und sagen, es ist trotzdem noch nicht vorbei. Also es ist nicht vorbei, weil der Spieltag trotzdem ist und es sind, glaube ich, trotzdem nur 3 Punkte. Ja. Weil Freiburg in Darmstadt verloren hat und 3 Punkte, 3 Spiele, wenn es jetzt um existenzielle Sachen gehen würde, würde jeder sagen, ja, 3 Punkte in 3 Spielen, das schaffen wir, können wir aufholen. Und könnte man jetzt immer noch so sehen. Meine Güte, du kannst es doch jetzt befreit probieren. Die Eintracht hat keinen Druck. Die Eintracht hat 3 Spiele, die theoretisch gesehen alle 3 gewinnen kann und dann kann man immer noch sehen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, wenn wir gegen Wolfsburg jetzt zu Hause gewinnen und gucken, alle können dort auch nicht gewinnen, weil die teilweise auch untereinander gegeneinander spielen. Ja. Kannst gucken, was dabei rauskommt. Dann spielst du in Mainz. Die haben diese Saison auch nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreitet. Wenn du dort dann wieder gewinnst, auch mit der Unterstützung von ein paar Fans wieder,
was, glaube ich, in Hoffenheim, kurzer Nebensatz, was in Hoffenheim, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat, dass die Mannschaft sich so gut konzentriert hat, weil echt krasse Stimmung dort war. Also das ist immer wieder in Hoffenheim so. Auf jeden Fall, dann hast du gegen Mainz, dann kannst du wieder gucken, was passiert. Und dann hast du ja dieses letzte Spiel gegen Leipzig bei einer Mannschaft, die eventuell dann vielleicht den einen oder anderen Powerfußball zu viel gespielt hat und dann eh schon für die Champions League qualifiziert ist und nicht unbedingt mehr 8000% hier geben wird. Bei denen ist ja jetzt schon so ein bisschen eng wird jetzt am vergangenen Wochenende. Sie haben ja jetzt auch nicht geschafft, ihre 100%ige Champions League Qualifikation sicher zu machen, weil sie nicht die 3 Punkte geholt haben. Also ich glaube, bis dahin ist das für die dann auch wirklich durch. Dann haben die das fertig und dann kannst du doch gucken. Und wenn es nicht klappt und wir haben diesen Saisonabschluss in Berlin, ist, glaube ich, keiner im Sommer wütend und freut sich nicht auf die neue Saison. Also, Absolut. Eine absolut okaye Saison bis jetzt. Also bis darauf, dass es ein bisschen länger gedauert hat, als man sich das vielleicht erhofft hätte. Aber trotzdem in Summe kann man sagen, nichts falsch gemacht, alles gut. Ja, und jetzt nach vorne gucken und halt auch langsam in die Planung fürs nächste Jahr dann einsteigen. Weil jetzt, wo du auch Gewissheit hast, dass du in der Liga bleibst, dann ist das halt eine ganz andere Nummer. Also von daher würde ich sagen, kannst du Hoffenheim abhaken. Dumm gelaufen am Ende, hätte man mehr draus machen können, aber ja, ist auch noch keiner von untergegangen. Und solange Darmstadt irgendwie noch rein rechnerisch Chancen hat, sogar in der Liga drin zu bleiben, warum sollten wir nicht auch daran glauben, dass wir rein rechnerisch noch Chancen haben, in den Europapokal zu kommen? Ja, schön, also du musst halt... Da schätze ich unsere Chancen sogar noch größer ein. Aber ja, du... Weiß es nicht. Ja, also musst halt sehen, dass du jetzt wieder die Punkte auch mal wieder, also eigentlich weiterhin zu Hause einfährst, ne? Dass du halt jetzt siehst, gegen Wolfsburg nicht, dich nicht blamieren. Das ist halt jetzt wichtig. Ich will jetzt schon sehen, dass die Eintracht natürlich auch gegen so, wie soll ich sagen, so gegen so typische Klatschpappenvereine aktuell, die ja auch in der Liga nichts gebacken bekommen, ne? Wie das halt bei Wolfsburg der Fall ist, die ja momentan unter ferner Liefen eigentlich schwimmen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Eintracht zu Hause auch hier, das werden wir gleich ja besprechen, couragiert auftritt und wirklich mit mindestens einem Punkt da rausgeht. Wie gesagt, Hoffenheim abhaken, das ist, ich weiß, in welchem schwierigen Gefilden sich die Eintracht oder die Mannschaft momentan befindet, aber was mir immer wieder die Hoffnung gibt, ich habe das Gefühl, die harmonieren gut. Ich habe das Gefühl, die sind schon eine Einheit. Das ist jetzt zumindest eine, wie soll ich sagen, eine Aktionsgemeinschaft, die bis zum Ende der Saison gut laufen kann, weil jeder weiß ja, dass die nie über die Saison hinaus noch alle zusammenspielen werden. Aber wie das so funktioniert, wenn ich da mal gucke, ich hatte gerade mit einer Freundin letztens drüber gesprochen, die ja auch öfter mal die Instagram-Accounts sich angucken, die auch immer sagt, ja, aber wenn du dir anguckst, die Leute, die grillen dann alle zusammen, ja, wenn sie dann irgendwie posten, ja dann oft in den sozialen Medien. Also du merkst schon, da ist ein Zusammenhalt da und das gibt mir eigentlich die Hoffnung, dass wir diese Saison erfolgreich beenden und mit noch ein paar Punkten. Ja. Sehe ich offen. Ganz genau. Sehe auch keinen Grund, warum wir daran jetzt zweifeln sollten. Wenn es dann so eingetreten ist, können wir immer noch drüber sprechen. Ja, absolut. Ich glaube aber, die Stimmung ist gut. Ich habe es ja schon mal kurz angesprochen, im kleinen Nebensatz. Die Stimmung in Hoffenheim war auch brutal gut. Das ist ja immer so da, weil viele hinfahren, weil es schön mit einer Stunde nur im Auto ist. Und du hast es auch bei den Fans gemerkt. Also die Stimmung zwischen Fans und Mannschaft ist gut, in der Mannschaft ist gut, ich glaube im Trainerteam. Es ist einfach momentan gute Stimmung. Und wir haben dieses Tal, was wir hatten, haben wir auch, was muss man auch mal anmerken, dass die Eintracht da so gut rausgekommen ist. Also es gab hier schon Eintracht-Verantwortliche, die solche Zeiten wesentlich unglücklicher moderiert haben, als die das machen. Also du musst ja auch erstmal trotzdem, ist die eine Sache zu verlieren und die andere Sache ist dann danach irgendwie zu gucken, wie es weitergeht. Das hatten wir hier schon viel schlimmer. Also die Rückrunde ist alles andere. Stimmt, ja. Genau, und die Stimmung auch. Und es gibt keine Spannung irgendwie. Und das ist bemerkenswert. Warum das jetzt so ist, will ich gar nicht beurteilen, weil es hat wahrscheinlich ganz viele verschiedene Faktoren. Es ist trotzdem so, dass man sagen kann, wenn man so eine Krise durchläuft, so oder so damit umgehen kann. Und die andere macht es gut, weil es ist ja wirklich, die Rückrunde war eigentlich Kacke. Aber trotzdem fühlen wir das nicht so. Also es ist nicht so, dass wir jetzt komplett schon die Hinrunde vergessen haben und wir sind alle in der Depression, sondern irgendwie so latent war immer so diese Hoffnung da, weil die Mannschaft auch gut gespielt hat. Und das merken sich die Fans auch und die haben die echt stark angefangen. Es war einfach, eigentlich war es ein geiler Fußball, es war geiles Wetter, die Leute waren gut drauf. Es hätte nur noch gefehlt, dass dieses Tor halt auf der anderen Seite passiert und dann
Hätte man ja, schreiben können. Eskaliert, ne? Ja, war halt ein Sommerkick im Endeffekt. Muss man halt auch dazu sagen. Irgendwie. Ja. Ich habe jetzt auch nicht die komplette Anspannung von Hoffenheimer Seite gespürt. Naja, aber. Nee, also du konntest schon eigentlich merken, dass das ja, also jetzt vom Spielerischen her war das jetzt kein Hochgenuss. Das war auf einem taktischen Level schon sehr gut anzusehen, wie beide Mannschaften sich gegenseitig da aus dem Spiel genommen haben. Aber das war halt jetzt auch kein Spektakel. Ja, also ich fand, das war jetzt, also ehrlich gesagt, eine relativ unansehnliche Partie. Ja, deswegen sage ich ja, auf so einem taktischen Level, wenn du dich irgendwie dran erfreuen kannst, wie zwei Mannschaften sich gegenseitig neutralisieren und das Spiel kaputt machen, dann ja, aber wenn du halt eben einfach nur drauf aus bist zu sagen, du willst jetzt mal 90 Minuten geilen Fußball sehen, das war definitiv das falsche Angebot an dem Tag. Okay, aber jetzt will ich euch fragen, um mal wieder ein bisschen hier Salz in die Wunden zu kippen. Habt ihr euch schon ein bisschen geärgert, dass gerade der Herr Hübner das Tor geschossen hat? Ja, am Ende des Tages ist es doof, aber geärgert hat es mich jetzt auch nicht. Also es hätte auch jeden anderen irgendwie dann erwischen können. Also es ist halt blöd. Ja, ist schon ein bisschen blöd gewesen. Hat einen kurz schmunzeln lassen, aber... Ja, immer noch typisch Eintracht eigentlich. So, ja. Hoffenheimer Mannschaft ist mir eigentlich so egal irgendwie. Ja. Da ist er jetzt auch dabei. Und also das hat mich da jetzt an der Stelle nicht wirklich geärgert. Okay, ihr seid da komplett tiefenentspannt. Habt ihr jetzt im Fernsehen geschaut? Ja. Habt ihr, wie kam die Stimmung dort rüber? Hat man das gehört, dass es so laut war? Oder ja, war so, ja, du hast definitiv. War schon ordentlich, ja. Ziemlich geil eigentlich, ja. Hast bei Kicker auch nur bei Sky hast du nur die Eintracht gehört. Das ist so ziemlich relaxed. Na gut, wer soll denn bei den Hoffenheimern auch großartig Stimmung machen? Ja, aber die Hoffenheimer haben ja ganz süße Plakate hochgehalten. Danke, ne? danke, Dietmar, und mit zu Herzen. Ich finde es super, dass sie in der schweren Zeit zu dem stehen. Das ist ganz hervorragend. Was ist denn da los? Was ist denn für eine schwere Zeit? Gibt da eine schwere Zeit? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, Marvin, hast du denn nicht die ganzen Schmähgesänge mitbekommen? Ach so, das ist immer noch Thema. Meine Fresse. Ja, ja. Darüber haben wir doch schon vor einem halben Jahrhundert gesprochen. Meine Güte. Es wiederholt sich halt jede Woche. Muss man halt jede Woche wieder neu traurig sein. Ach, diese Leute, ey. Das ist auch wieder so. Was ist genug Geld? Sollte überhaupt keine Probleme machen und beschwert sich wegen Schmähgesängen. Ja, wenn man nicht dir selber die ganze Zeit drauf rumreiten würde, würde sich das Thema, glaube ich, auch irgendwann verselbstständigen oder beziehungsweise völlig im Sande verlaufen. Ja, natürlich. Auch selbst einfach im Sande verlaufen, aber man kann natürlich immer wieder auf diese Opferwelle drum rumreiten. Aber gut, egal, wir verlieren schon wieder viel zu viele Worte über die relativ unwichtige TSG Hoffenheim, die da oben in der Tabelle macht, ja, richtig, die da oben in der Tabelle wahrscheinlich dann irgendwie auch in einer anderen Region schwebt als wir. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und ja, da sehe ich doch, dass einige Dinge trotzdem immer noch kommen. Genau, als nächstes kommt genauer gesagt Wolfsburg, die sich ja am vergangenen Wochenende von den Bayern haben demontieren lassen und damit der FC Bayern auch in diesem Jahr wieder deutscher Meister ist. Herzlichen Glückwunsch, Snowclap. Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dieses Excitement, was da in der Luft ist. Genau. Wolfsburg, wie Basti gerade eben schon gesagt hat, dieses Jahr gar nicht mal so gut stehen. Momentan auf Platz 15 mit 33 Punkten, punktgleich mit dem HSV und Mainz. Also da unten rappelt es noch ganz ordentlich. Und dürfen dann im Spiel am kommenden Wochenende gegen uns auch auf Luis Gustavo verzichten, der mit Gelb-Rot vom Platz gegangen ist und fast noch irgendwie versucht hat, den Schiedsrichter in der Mitte durchzureißen. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, der wäre fast vom Platz. Ja, aber ganz ehrlich, der ist seit seiner Demission vom FC Bayern, spielt der Kerl nur noch Grütze. Ja. Also ich habe, glaube ich, keine drei guten Spiele am Stück von Gustavo gesehen. Mag sein, dass das ein toller Kicker ist, aber der hat es in der ganzen Zeit, wie so viele Spiele, nicht auf den Platz gebracht. Also ich finde den also ganz fürchterlich und wie viele rote Karten der eigentlich in der letzten Zeit schon gesehen hat, spricht nur dafür, dass er sich auch anscheinend nicht wirklich kontrollieren kann. Also für mich ein unsäglicher Fußballer, aber ehrlich gesagt, wie so viele Wolfsburger, ja. Es sind halt viele Söldner mit dabei. Gustavo hat ja von Anfang an schon gesagt, dass er eigentlich gerne weg wollen würde. Man hat ihn nicht gelassen. Es rächt sich halt dann jetzt auch wieder so ein Stück weit. Ja, also mir tut er ehrlich gesagt in dieser Ansammlung von, ja, so pseudo-tollen Kickern, also tut mir eigentlich Mario Gomez echt in der Seele weh, wo ich das Gefühl habe, dass das einer der wenigen ist, die sich irgendwie noch einen Arsch aufreißen mit insgesamt 14 Toren, ja auch eine wirklich ordentliche Quote in dieser Saison.
Saison. Aber ansonsten ist da echt viel Mist dabei. Und auch Andries Jonker hat es ja bislang nicht geschafft, den Trend wirklich umzukehren. Tabellenplatz 15 viel zu wenig für einen solch ambitionierten Verein. Auf jeden auch, Fall. Der mit Yunus Mali auch wirklich teure Transfers sich geleistet hat, nur als einer der wenigen. Also für mich beweitet mich das, was ich mir von Wolfsburg vorstelle, habe aber natürlich aus persönlicher Sicht kein Problem damit, dass die da unten stehen. Aber das ist trotzdem für mich Ansporn genug zu sagen, okay, natürlich jetzt Bayern, das Bayern-Ergebnis ist jetzt kein Maßstab, aber wir müssen auch wirklich sehen, zu Hause muss was gegen Wolfsburg gehen. Ich will nicht der Verein sein oder der Fan eines Vereins sein, der genau solche Vereine wieder aufrichtet. Ja, ja, definitiv. Also merkt, da liegt so eine kleine Angst, die ich in mir trage. Meinst du? Verstehe ich, ja. Typischer Aufbaugegner Eintracht. Ja gut, ich meine, aus der Erfahrung heraus waren das ja schon immer dann die Gegner, gegen die wir uns dann irgendwie die eigene Böcke geleistet haben und dann nachher die andere Mannschaft irgendwie aufgebaut haben. Wobei, also Hoffenheim, die haben halt auch so gar kein Spielsystem im Momentan irgendwie drin. Wolfsburg. Wolfsburg meine ich, Entschuldigung. Deren System besteht ja auch eigentlich nur daraus, irgendwie langen Hafer auf einen Gomez zu spielen, in der Hoffnung, dass er da vorne irgendwie den Ball verwerten kann. Also in dem Moment, wenn du Gomez aus dem Spiel nimmst, passiert da halt auch eigentlich nichts. Nur Individualfußball, das stimmt, ja. Was mir ein bisschen Angst macht, ist unsere Abwehr nächste Woche, weil Abraham ja 5. gelbe Karte gesehen hat gegen Hoffenheim. Bedeutet, wir haben da hinten wirklich eine interessante Innenverteidigung stehen. Also da ist Michael Hector wahrscheinlich der Abwehrchef zusammen mit dem Marco Rust. Also, da kannst du sagen, oh je, oh je, oh je. Nee, das macht mir ein bisschen Magenschmerzen und da ist selbst ein Gomez immer für Tore gut. Also das wird wirklich ein heißer Ritt da hinten. Also, ja, falls Hector sie nicht wieder selbst macht, wie gegen Hoffenheim, wer das Ding da fast reingestolpert hätte, also hätte halt auch nicht mehr viel gefehlt. Ja, obwohl also es war mit eins der besseren Spiele meiner Meinung nach von Michael Hector gegen Hoffenheim, aber es ist halt wirklich, das ist kein Abwehrchef und schon gar nicht einer, auf den du jetzt hinten bauen kannst und sagst, ach, wir haben Michael Hector in der Abwehr stehen, da passiert gar nichts, kannst du Wolfsburg abschreiben. Das wird halt wirklich schwierig und soweit ich weiß, ist ja Vallejo definitiv, fällt ja noch länger aus. Der kommt bedeutet, nicht mehr wieder die Saison. Da hast du wirklich mit vielleicht Ochipka, den du noch in die Innenverteidigung ziehen kannst. Tawata, weiß ich nicht, ob diese Verletzung, er hat ja irgendwie einen Anriss in einem Band im Fuß oder was, oder im Knöchel. Ob der wieder fit ist, das ist sehr fraglich. Also da wird es sehr, sehr schwierig. Also Gott kann mal zeigen, wie er aus dieser Rumpftruppe, die immer schlimmer wird, gerade in der Abwehr, gerade defensiv, da noch irgendwas Brauchbares rausholt. Ich sehe den Punkt, den du eben angesprochen hast, auch und finde eigentlich die Idee von dir gut, Ochipka in die Innenverteidigung zu setzen. Halte das für eine Option, die wir gehen müssen, um die wahrscheinlich sogar als wirklich einer der Stamm-Innenverteidigung, sozusagen einfach Stammspieler, die dann der Mannschaft auch defensiv Sicherheit geben, weil es nichts komplett Neues ist, aber ansonsten, es sieht schon echt übel aus. Also wahrscheinlich, ja, Abraham raus dann logischerweise. Ochipka rein. Ja, und dann musst du halt sehen, wie du die Ochipka-Position besetzt. Also du hast momentan einfach mit immens vielen Problemen zu kämpfen und da ist natürlich jemand wie Gomez auf jeden Fall einer, der die Dinge verwandeln kann, aber die müssen erstmal kommen. Das heißt, also müssen wir möglichst früh versuchen, eigentlich den Aufbau der Wolfsburger zu stören und das am besten schon im Mittelfeld. Und da aggressives Pressing, ja. Ja, und da sehe ich eigentlich schon die Chance, dass wenn Varela wieder so rangeht wie zuletzt, dem auch gut gefallen hatte, beziehe ich mich auf Varela, der für mich ein echt ordentlicher Fußballer ist. Und das würde ich dann ganz gerne sehen. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, den Gomez gar nicht einsetzend decken zu müssen, sondern dann kannst du das alles ein bisschen vorher abfedern, sodass die Problematik dann sich gar nicht ergibt. Das sollte unser Ziel sein, weil wenn es wirklich dazu kommt, dass Gomez die Chancen hat, ja, dann wird er es auch machen. Ich glaube auch gerade, dass die Wolfsburger Hintermannschaft da jetzt nicht so stabil ist. Also wenn du die ordentlich unter Druck setzt, ich weiß, die Bayern sind da jetzt kein Maßstab und kein Vergleich, aber da hast du am vergangenen Wochenende auch gesehen, dass die einfach sehr schnell dann zu Fehlpässen neigen, wenn du die wirklich aggressiv anläufst, weil die einfach da hinten auch nicht so gefestigt sind und die halt dann einfach diesen langen Hafer nicht spielen können und untereinander halt auch irgendwie nicht da zurechtkommen. Also da kannst du schon
die ja den ein oder anderen Schnitzer irgendwie rausarbeiten. Und dann ist halt wieder die Frage, schaffst du es halt, einen zu verwandeln und dann hinten die Kompaktheit wieder zu haben? Und das wird halt echt schwierig. Unser Vorteil ist natürlich, Wolfsburg muss auf die 3 Punkte spielen. Wir haben eigentlich den Luxus, in Anführungszeichen. Klar, ich würde es mir wünschen und ich hoffe auch, dass wir, und ich erwarte eigentlich auch, dass wir 3 Punkte zu Hause gegen Wolfsburg holen. Aber man muss ja wirklich sagen, für die ist es ja wirklich existenzbedrohend. Wenn die gegen die Eintracht nicht punkten, dann wird es da unten immer schlimmer. Und dementsprechend bin ich schon bei euch. Das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir auch mal ein bisschen schlau spielen. Die müssen im Endeffekt sehr offen spielen. Da musst du halt auch mal in die Schnittstellen stoßen, aggressiv anlaufen und vielleicht stolpert Jan Seferovic oder Hagota oder wer auch immer dann da vorne spielt, endlich mal wieder ein Törchen rein. Ja, es wird dann auf jeden Fall auch Zeit, dass du Rebic wieder reinsetzt, gerade wenn du sagst, du gehst mit Oczipka in die Innenverteidigung, dann würde ich schon sagen, dass du vielleicht, musst du sehen, wie du die Positionen tauschst, dass das dann trotzdem noch einigermaßen passt, aber ich würde auf jeden Fall Rebic wieder spielen lassen, im Zweifel für Barkok, denn das ist auch ein Spieler, der sehr gut gegen solche Gegner wie Wolfsburg, die so immer so eine mäßige Motivation haben, ganz gut dagegen anstinken kann. Ja, definitiv. Also ich denke, sowas sollte man definitiv in Betracht ziehen. Würdet ihr denn Gasinovic spielen, wenn er fit ist? Ich hatte gerade eben kurzfristig überlegt, wenn Tabata nicht fit ist, ob du dann einen Gasinovic als Linksverteidiger quasi spielen lässt. Ja. Wäre aber halt auch eher so, weiß ich nicht, also so richtig anfreunden kann ich mich mit der Idee noch nicht. Sorry, Basti, fürs Unterbrechen bei dir. Ja, alles gut. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz anmerken, das hatte ich aber, glaube ich, auch schon angesprochen. Dass du gegen eine Mannschaft, die, wie ihr es genannt habt, mäßig motiviert ist, eigentlich auch von Anfang an zeigen musst, hier Leute, hier gibt's für euch nichts heute. Also, ja. Dass du gar nicht die so wieder langsam zu Zutrauen kommen lassen darfst, sondern nee, dass du sagen musst, Gottes Willen, überhaupt nicht. Wir sind gut drauf, wir haben hier unsere Fans im Rücken, die Stimmung ist gut und wir werden, die Eintracht hat es ja die Saison geschafft, was wir uns jahrelang gewünscht haben, dass sie auch manchmal, dass sie unbequem sind, dass sie nicht diese Schwiegersöhne sind und einfach sagen, hier, eine verunsicherte Mannschaft, die vielleicht Qualitäten hat, die in ihnen schlummern, die sie eigentlich vergessen haben, aber dass die auch nicht in Frankfurt wieder darauf kommen, sondern dass die einfach hierher kommen und denken, scheiße, irgendwie ist die Saison echt abgefuckt. Und dass die Eintracht es gar nicht irgendwie so weit kommen lässt, dass diese Mannschaft plötzlich sich irgendwas zutraut. Sondern ich glaube, wenn du die am Anfang, da kannst du dann, glaube ich, nämlich auf Sicht auch Kraft sparen, dass wenn du am Anfang drauf gehst und hast die vielleicht zur Halbzeit schon erledigt, dann kannst du ja danach das, was die Eintracht eigentlich die Saison so am besten kann, ist konzentriert gegen den Ball zu spielen und nicht viel Chancen zuzulassen. Dann kannst du das abziehen. Ich hoffe, dass die Eintracht das wieder hinkriegt und ich habe irgendwie trotzdem so eine merkwürdige Zuversicht, weil wenn wir überlegen, mit was für Mannschaften die Eintracht die Saison schon auf dem Platz gestanden hat und es trotzdem einigermaßen geschafft hat, stabil zu stehen, da erinnere ich mich auch an ein Spiel in Berlin, wo die Eintracht auch unglücklich verliert. Das ist dann so ein komisches Ping-Pong-Tor von Ibisevic. Ach, das Ding. Da sind wir auch mit so einer Rumpel-Fünferkette da angetreten und jetzt wird es scheinbar immer schlimmer, weil Abraham ist jetzt gesperrt und du denkst jetzt wirklich, Michael Hector ist jetzt hier unser Abwehrchef, wo du dich fragst, wie soll der Anweisungen geben? Der muss sich erstmal auf sich selber konzentrieren. Aber trotzdem muss man dieser Mannschaft lassen, für das, wie es vorm Spiel ausgesehen hat, diese Unruhe, die man hatte, wo man denkt, oh je, Oczipka spielt Innenverteidiger, der spielt, haben die es trotzdem eigentlich noch für die Verhältnisse gut gemacht. Ja, stimmt. Und ich erwarte das gegen Wolfsburg auch. Und dann ist wieder von Marvin angesprochen, Rebic ist dann auch mein Hoffnungsträger, der die dann so ein bisschen durcheinander wirbelt, weil er selber auch noch Bock hat. Und der hat für mich gefühlt auch die Saison auch 4-5 Tore zu wenig geschossen, die er eigentlich verdient gehabt hätte. Und vielleicht kommt die gegen Wolfsburg. Aber du hast ja dann nicht nur einen Rebic, du hättest ja dann auch einen Fabian, der ja auch die Abwehrketten immer anläuft und da ordentlich unter Druck setzt. Und wenn du einen Varela hast, der dann da auch auf den Mann geht, also ich glaube, dann kannst du dir schon ganz ordentlich da durcheinander bringen. Und wenn du den wirklich von vornherein sagst, hier geht nichts. Und die haben ja einfach, also sie müssten eigentlich diesen Druck haben, auch wenn sie halt so mäßig motiviert sind. Für die geht's halt ganz klar nach unten. Und wenn die das jetzt nicht begreifen, dann sollten wir es ausnutzen. Ja, ich denke auch. Und das, was der Dennis gesagt hat, ist auch nicht zu unterschätzen. Die können hier nicht hinfahren und wie wir in Hoffenheim sich 0-0 ermauern wollen, sondern die müssen hier eigentlich gewinnen. Definitiv. Weil ich glaube, der Druck für die wird nicht kleiner von den anderen Mannschaften. Eigentlich ist es schade, dass sie nicht schon viel weiter unten drin hängen, weil es noch schlechtere Mannschaften gibt wie Ingolstadt und Hamburg.
Aber der Marvin hat es ja auch schon gesagt, wir wollen nicht Anhänger von dem Verein sein, die wieder ins Leben zurückholen, sondern wäre es geil, wenn wir Anhänger von dem Verein wären, der die noch weiter unten reinschießt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, dass du das jetzt angesprochen hast, denn eigentlich sollten wir uns jetzt mal genau diesem Thema widmen. Ich will jetzt, dass die Eintracht diesen Killerinstinkt pünktlich vor dem Pokalfinale endlich wieder in ihre Herzen ruft, denn wir haben nicht nur gegen Wolfsburg eine Mannschaft, die kurz vor dem absoluten Niedergang steht, sondern eine Woche später ist es in Mainz gar nicht anders. Warum können wir nicht endlich mal die Mannschaft sein, die beiden Gegnern richtig Salz in die eh schon versalzene Suppe streut? Also mich würde es sehr freuen. Und für die Mainzer geht es ja jetzt am Wochenende auch schon um viel. Die spielen ja gegen den HSV. Also entweder sind sie da unten dann schon wieder so ein Stück rausgerückt oder sie hängen halt richtig in der Scheiße drin. Dann kannst du ihnen quasi damit dann auch so den Gnadenstoß geben. Ja, ja. Das ist und auf ich jeden denke, Fall das für die Eintracht ein Ansporn sein. Guter Test, genau. Das ist, müsste eigentlich, die, ich hoffe einfach, dass das für die Eintracht auch ein Beweis ist, für, dass sie uns beweist, dass sie eben nicht mehr diese Mannschaft ist, wo du sagst, oh, jetzt ist ganz klar, die Eintracht ist der Aufbaugegner Nummer 1, sondern dass man das ein bisschen los wird, dann denken wir nicht mehr so oft da dran, aber dann denkt die Eintracht, die Mannschaft selber auch nicht immer so oft da dran. Egal, ob es nächste Saison eine andere Mannschaft gibt. Aber dann hast du das vielleicht mal so ein bisschen weg, dass du einfach, dass nicht diese self-fulfilling prophecies immer da kommen, wo du denkst, ja, ist genau. Eklar. Sondern, dass man einfach sagt, wie der Marvin sagt, dass wir dann diejenigen sind, die nicht überlegen, die nochmal kurz in den Club wieder zurückzuholen, obwohl wir wissen, die sind schon betrunken, sondern wir kicken die einfach raus und sagen, verpiss euch. So. Und dann kannst du Wolfsburg wirklich, du kannst Wolfsburg echt in arge Nöte bringen. Was ist denn, wenn Ingolstadt plötzlich gewinnt? Zu Hause gegen Leverkusen, die sind auch nicht unbedingt super drauf. Dann ist, glaube ich, Ingolstadt ein Punkt hinter Wolfsburg. Und dann geht es hier nicht nur darum, wer spielt Relegation, sondern dann geht es darum, wer steigt direkt ab. Und das könnte interessant werden. Und ich würde mir wünschen, dass die Eintracht Teil des Ganzen ist, Teil des Wolfsburger Niedergangs. die können sich alle da unten noch irgendwie reinspielen. Also, wenn jetzt wirklich Ingolstadt da noch Punkte holt und die anderen sich irgendwie gegenseitig neutralisieren und vielleicht wieder nur einen Punkt holen, dann wird das da unten noch ganz schön eng für die alle zusammen. Also, das ist ja sowieso auch wieder so ein Ding. Im Grunde ist der Abstiegskampf in dieser Saison wieder sehr, sehr eng und auch extrem bitter. Ne? Wenn man sich da anguckt, wer da alles unten drin steht. Bis Platz 12, glaube ich. Ne? Ja, es haben die Hamburger wieder nicht geschafft, sich da irgendwie mal zu befreien, trotz der ganzen personellen Wechsel. Selbst, ja, im Grunde sitzt ja genau, selbst Leverkusen und ich. Ja, mit 36 Punkten. Tüchern, ja. Also genau, die sind halt auch noch 3 Punkte vor einem HSV, vor Wolfsburg. Ja. Wenn die jetzt wirklich gegen Ingolstadt verlieren und die anderen kommen da irgendwie ran, dann hast du von Platz, ja, Darmstadt würde ich jetzt wirklich rausnehmen, aber von Platz 17 bis 12 können die alle noch irgendwie da unten rein. Ja. Das wird interessant nächstes Jahr, wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht Stuttgart, mit Stuttgart steigt jemand auf, der mit Sicherheit nicht so eine Rolle wie Darmstadt spielen wird, die sind dann weg. Genau. Also du hast nächstes Jahr eventuell, sagen wir mal, ich weiß nicht, wenn Hannover noch aufsteigt und sich wirklich so verstärkt, wie es teilweise jetzt angekündigt wurde, Richtig. Dann ist das auch nicht so eine typische Darmstadt-Mannschaft. Dann hast du das, wenn Ingolstadt jetzt wirklich runtergeht, hast du das nächstes Jahr gar nicht mehr. Und dann wird es wirklich interessant. Weil das Einzige, worauf sich diese Vereine, und die Eintracht hat ja jetzt auch dazugehört einmal, die Relegation gegen Nürnberg oder HSV oder Bremen, die alle immer, die irgendwie nicht da unten rauskommen so richtig, dann haben die nicht mehr dieses Luftpolster. Also die haben nicht mehr dieses Kissen, was sie auffängt, dass du sagst, ja okay, Gott sei Dank ist Braunschweig, Gott sei Dank ist Fürth, Gott sei Dank ist Darmstadt in der Liga, weil damit schon mal der erste Abstiegsplatz vergeben ist. Das hast du dann vielleicht nicht mehr. Und dann wird es wirklich interessant, weil dann geht es an Vereine, die vielleicht wirklich nicht damit gerechnet hätten, direkt abzusteigen. Und das könnte, es gibt echt viele, also da heißt vor allem voran, aber es gibt viele Vereine, die echt Glück haben. Da gehört die Eintracht auch dazu, dass es Relegation gibt, weil es ist dramatisch teilweise trotzdem, was Wolfsburg zum Beispiel dieses Jahr leistet. Und eigentlich, wenn man so von seinem Gerechtigkeitsempfinden nach dem gehen würde, würde man denken, Wolfsburg hat es echt verdient abzusteigen dieses Jahr. Und HSV eigentlich auch. Auch wenn der HSV schade wäre, weil es ein bisschen Attraktivität einbüßen würde. Aber trotzdem, es ist in letzter Zeit, seit es die Relegation gibt, so habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich nur eine Mannschaft erwischt, die absteigt. Weil eine ist eh klar, so die damit gerechnet haben, Braunschweig oder wie ich es alle schon angesprochen habe. Hm. Und dann halt spielt irgendjemand Relegation. Aber das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ich befürchte aber leider, dass Ingolstadt trotzdem, dass denen
jetzt im Endeffekt die Booster ausgehen wird. Und am Ende hoffen wir viel. Es war ja auch so die Saison, glaube ich, wo Freiburg auch abgestiegen ist, wo alle gedacht haben, oh Gott, guck mal, HSV und Bremen und die steigen ab. Und am Ende waren es doch, glaube ich, nur Freiburg und noch irgendeine Gurkenmannschaft. Also ich befürchte, dass das dieses Jahr wieder so ist. Wobei ich halt glaube auch, dass der HSV sich ehrlich gesagt rettet, auch wenn die Leute das jetzt nach diesem grandiosen Spiel nicht glauben. Aber ich glaube nicht, dass wir Wolfsburg, Leverkusen oder Hamburg irgendwie in der zweiten Liga sehen. Leider. Nee, also ich glaube auch, dass der HSV sich rettet. Die werden das irgendwie wieder hinbiegen, so wie sie es immer schaffen. Aber mit Ingolstadt würde dann ja theoretisch eine Mannschaft absteigen, die eigentlich gar keine so grausame Saison gespielt hat. Das finde ich ganz merkwürdig. Also so gefühlt waren die nicht so schlecht und gefühlt war es auch so, dass der Trainerwechsel was bewirkt hat. Problem ist, die sind halt immer noch 17. Ja? Und vielleicht reicht es halt wirklich von der Substanz, auch von der spielerischen Substanz aktuell einfach nicht. Ja, dann ist das ärgerlich, aber ich meine, wenn du einen Punkt in Leipzig holst, kannst du vielleicht auch gar nicht so kacke sein, aber es ist merkwürdig. Ich muss aber nochmal dem zustimmen, was der Basti gerade gesagt hat. Und hier ist es halt auch wichtig, dass wir uns irgendwo in einen Wettbewerbsvorteil bringen, denn in der kommenden Saison gibt es mindestens zwei Mannschaften, die ein ganz anderes Niveau an den Tag legen als sonstiger oder üblicher Aufsteiger. Das ist Stuttgart, die ja jetzt noch mal mehr Geld scheffeln über ja teilweise Veräußerungen, Vereinsveräußerungen und Hannover ja sowieso. Also dann hast du zwei, die gleich sich in der Mitte der Tabelle vom finanziellen Aspekt her etablieren. Ja. Und da ist es auch für die Eintracht wichtig, umso schlauer dann auch in der nächsten Saison wieder zu investieren und vielleicht möglichst viele Einnahmen zu generieren, um hier gleich wieder mithalten zu können und nicht ab Tag 1 wieder um den goldenen Platz an der roten Laterne rumzuwursteln. Genau, ja. Nee, das ist, was hier zu euren Ausführungen nochmal zum HSV, was dem HSV dieses Jahr mal wieder zum Verhängnis werden könnte, ist das miserable Torverhältnis. Ich glaube, die haben mit Abstand die schlechteste Differenz da unten. Ja. Das kann diesmal wirklich ausschlaggebend wieder sein. Also müssen wir mal gucken. Also ich denke, ich weiß gar nicht, also 10 zum nächsten oder sowas. Ich habe leider die Tabelle jetzt hier nicht vorliegen. Ingolstadt hat minus 21, Wolfsburg hat minus 19. Also die sind schlechter ist eigentlich nur noch Darmstadt, die minus 32 haben. Faszinierend finde ich nach wie vor Freiburg auf Platz 7 mit minus 17. Also sie haben eigentlich auch ein absolut miserables Torverhältnis, haben halt einfach die Punkte nur gemacht. Ja. So muss es sein eigentlich. Ja, aber die haben die wichtigen Tore gemacht, ne? Ist das auch stimmt. Gut, ne? Ja. Nee, muss man sagen. Also ist interessant zu sehen. Ich glaube sowieso, dass auch Puchhagen einen großen Fehler gemacht hat, indem man jetzt nochmal deutlich unterstrichen hat, dass sich das Gesicht der Mannschaft ja auch in der nächsten Saison komplett ändern wird. Weiß nicht, ich finde es schon okay, dass man sowas sagt, aber es ist halt auch ein bisschen problematisch in Sachen Motivation für die Spieler, die momentan da noch im Verein spielen. Das sagen, habe ich mir auch gedacht. Ja. Also die Eintracht, das kennen wir ja ein bisschen, das war doch bei uns auch so. Also dass quasi auch Hübner dann auf die Spieler losgegangen ist, die hier eigentlich noch die Kohlen aus dem Feuer holen sollten. Das ist ein bisschen suboptimal, glaube ich. Und bin gespannt. Auch weiß alles ich, ob Puchhagen sich ehrlich gesagt einen Gefallen mit dieser Nummer getan hat. Nee, weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich aktuell, nicht. Das muss man dann, müssen wir sehen, an welchen Schrauben er im Sommer drehen kann, aber aktuell würde ich das auch erstmal so sagen, dass es nicht der Fall ist. Nun ja. Ja, also, aber es bleibt da unten spannend, umso schöner, dass wir vielleicht nicht mehr da richtig unten reinrutschen, sondern nur noch mit Gegnern, die da Probleme haben, zu tun haben. Aber wie gesagt, Wolfsburg darf man auch nicht außen vor lassen. Die haben gefährliche Spiele, allen voran Gomez, aber wir müssen die halt einfach früh genug stören, damit die gar nicht die Möglichkeit haben, solche Personen einzusetzen. Und ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass 2-3 Spieler von denen, die da momentan sind, eigentlich mal bei der Eintracht landen und in ein ganz anderes Konzept eingebunden werden. Ich glaube, da wären einige Spieler wirklich Gold wert, die da momentan absolut komplett verschenkt sind. Ja. Das ist auch mal bei Wolfsburg aber oft das Gefühl, dass die sich Spieler holen, wo du denkst, oh, ja,
Da müsstest du halt besser mit umgehen. Dann machen die ja nicht, weil die kaufen einfach alles zusammen und dann verlassen sie sich auf die individuelle Klasse. Ja. Aber das ist aber das Gehaltsgefüge ist dann halt komplett versaut. Ne? Also ja, die Spieler, die dann da sind, die kann die Eintracht niemals bezahlen. Und die Spieler sind halt auch nicht bereit, die Abstriche zu machen. Zumindest nicht sofort. Und bis wir sie dann wieder ja, gut irgendwann mal bekommen könnten, wenn sie bereit sind, dann sind sie meistens auch schon nicht mehr so im Fluss, dass sie uns weiterhelfen. Das ist eine schwierige Situation. Aber da können wir lange drüber sprechen. Das ist ja bei allen Vereinen, die sehr viel Geld in Spieler investieren und sie dann doch nicht spielen lassen und ja, deshalb. Also ich denke, Gehaltsgefüge ist hier eine schwierige Situation. Die Eintracht sollte aber auch da auf diesen Zug überhaupt nicht aufspringen, da Gott weiß, was an Geldern jetzt ausgeben. Ich denke, wir haben gut gewirtschaftet dieses Jahr. Wenn wir einen ähnlichen Kader für ein ähnliches ja, ich sag mal, Geld im nächsten Jahr zusammenstellen können, das wäre doch schon mal genial. Also da bin ich gespannt, zufrieden, ob wir dieses im Sommer tatsächlich mal Transfererlöse erzielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass für den einen oder anderen Spieler Angebote reinflattern. Und dann bin ich sehr gespannt, was die Eintracht macht. Und was meinst du denn? Wer ist da? Nur mal ganz Fabian, kurz, Basti. Fabian ist, glaube ich, einer, den du verkaufen Fabian könntest du gut verkaufen und ein Radetzky. Radetzky, Gacinovic. Ja, ah, okay. Und dann selbst Spieler wie, ja, das sind so die offensichtlichen. Gacinovic kann ich mir auch vorstellen und selbst eine Oma Mascarell würde ich noch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass der auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Nee, aber bei dem können wir ja nicht groß abgreifen, das meinte ich, deswegen habe ich ihn nicht dazu gezählt. Ach so, ja, da kriegen wir nur vier, ja, hast du recht, ja. Das ist ja gedeckelt, aber gerade bei Radetzky, damit springen wir jetzt gerade so ein bisschen in den Kategorien und kommen jetzt so ein bisschen in diese aktuelles Kategorie rein, da hat sich ja nach wie vor an diesen Vertragsverhandlungen nichts getan, was man ja jetzt lesen konnte, ist ja, dass der Vater, der Berater ist da wohl doch horrendes Geld jetzt haben will, was ja dann vielleicht dann doch immer stärker darauf hindeutet, dass du den Spieler abgibst, dafür nochmal ordentlich Geld kassierst. Die Frage ist halt eher dann, wen hast du dann als Alternative in der Hinterhand? Das ist halt immer dann so das andere Ding. Geld haben ist das eine, aber Geld halt auch sinnvoll investieren. Und mit Torwerten mache ich mir bei der Eintracht eigentlich keine Sorgen, dass man da einen guten Ersatz nochmal holen würde dann ja, im Sommer. Also die komplette Thematik, stimme ich dir da vollkommen zu. Also es fängt schon an, also ehrlich gesagt, ja, jetzt kommt jetzt irgendein Berater an, will irgendwie viel Geld, bla bla bla. Jetzt beginnt halt schon wieder die Pokerphase. Ja. Jetzt beginnt das dumme Zeugzeit. Mache ich mich ehrlich gesagt nicht verrückt, aber Dennis hat ja vollkommen recht. Das hatten wir in der letzten Woche auch schon mal thematisiert. Die Eintracht wird schon einen ordentlichen Torhüter finden. Ja. Und dann müssen wir echt nur hoffen, dass die auch genug Ablöse rausholen dieses Mal. Ja. Und nicht so dieses wie bei Trapp. Ärgere ich mich immer noch ein bisschen, dass du dir überlegst, dass sie den ein Jahr zu früh abgegeben haben für die Summe der Ausstiegsklausel ein Jahr später. Also, und die sind selber noch nach Paris gefahren, wo du dir gedacht hast, das ist unfassbar. Das ist echt etwas, hoffe einfach, dass sich das ändert und dass die Eintracht nicht nur auf dem Platz sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lässt so oft, sondern auch außerhalb des Platzes. Und ich gehe mal positiv an die Sache ran und hoffe, aber ihr meint, dass es Fabian wäre auch noch so ein Kandidat, der eventuell rausgehen kann. Fabian, könntest du jetzt, würde ich mir jetzt einfach mal aus dem Arsch schütteln, 12 Millionen verlangen. Finde ich nicht zu viel. Nö, ist nicht zu viel. Finde ich auch zu viel nicht. Hat ein paar Tore gemacht, ein paar Scorerpunkte gesammelt, hat gezeigt, dass er einigermaßen jetzt hier angekommen ist. Also es sind schon schlechtere Spieler für 10 Millionen Euro gewechselt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mir das vorstellen. Bei den Summen aktuell und Fabian, merkst du, er ist ja einer der tragenden Säulen im Offensivspiel der Eintracht. Ja. Also richtig verkauft, könnte das schon funktionieren. Gefällt mir aber halt auch nicht, wenn du so ein wirklich mal einer der Leistungsträger der dieser Saison an irgendwas müssen wir uns ja auch orientieren. Also ich denke mal, ein Rebic sollten wir auf jeden Fall die Kaufoption ziehen und ja, dann auch eventuell das Gefüge um ihn rum bauen. Ich denke aber auch ein Fabian ist da wichtig. Theoretisch, wenn er nicht zu teuer wäre, ich würde auch einen Radetzky gerne behalten, muss ich auch dazu sagen. Klar, es gibt sicherlich auch noch gute Alternativen. Wenn das Geld stimmt, ist bei allen zu sagen, ja, weg und wir bauen es komplett neu auf. Trotzdem muss man natürlich auch immer sagen, einige Spieler brauchen eine gewisse Einspielzeit. Auch ein Fabian hat nicht von Tag X sofort Bombe gespielt. Er hat auch erstmal eine gescheite Vorbereitung und sozusagen Mannschaftseingliederung gebraucht. Also es wäre schade, wenn du da Leistungsträger wegnimmst und sie dann nicht sofort durch adäquaten Ersatz, der sofort auch
ja, so präsent auf dem Platz ist, austauschen kannst. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil sonst haben wir vielleicht das Problem, wir haben zwar ein bisschen Geld in der Tasche, dafür eine scheiß Hinrunde, weil einfach die Spieler noch nicht funktionieren und dann bist du gezwungen, in der Rückrunde zu punkten und wenn wir die Eintracht kennen, da tun wir uns irgendwie immer schwer, komischerweise. Also das wird mir ein bisschen Magenschmerzen machen. Da müssen wir einfach ein bisschen gucken, dass wir es nicht zu sehr übertreiben, aber auf jeden Fall auch nicht jetzt partout sagen, unverkäuflich. Also das wäre auch totaler Quatsch. Es wird ein schwieriges Spiel, das Bobic und Hübner in den nächsten Wochen einfach betreiben müssen. Sie müssen schon irgendwo den Spagat auf der einen Seite zwischen einem wirtschaftlichen Erfolg und andererseits zwischen einer konkret akzeptablen Mannschaft finden, die sich hier zusammenstellen. Das wird nicht einfach, aber man muss natürlich, wir sind halt auch irgendwo auch Spielball, das, ja, wie soll ich sagen, ja, der finanziellen Strukturen im Profifußball und denen können wir uns halt nicht entziehen. Und wenn es dann tolle Angebote gibt, dann muss man halt leider immer darüber nachdenken. Ne? Aber da geht noch Schlimme so viel. Ist ja, dass wir es ja zu kleinen Angeboten dann oft schon annehmen, weil wir dann denken, oh, jetzt haben wir einen super Deal gemacht. Und das müssen wir auf jeden Fall bei den Spielern, finde ich, da dann lieber nicht verkaufen. Also wenn wirklich keine Knallerangebote reinkommen, dann wirklich sagen, okay, dann seid ihr jetzt hier das Herzstück der Mannschaft. Ihr habt letzte Saison schon gute Leistung gebracht. Gerade Rebic und Fabian, finde ich, sind somit die Leistungsträger. Wie schwer haben wir uns getan, als hier der Fabian ausgefallen ist, vorne kreativ noch was zu machen. Ja, das klar, ist aktuell jetzt gemerkt, auch nicht viel vorne in der Offensive, aber ein Fabian sticht da trotzdem und ein Rebic auch Spiel für Spiel noch raus und dementsprechend, also da sollte dann wirklich schon mal ein zweistelliger Bereich sein, wo wir sagen, okay, jetzt 10 Millionen, dann geben wir ab. Drunter würde ich mir wieder sehr wehtun und bei 4 Millionen oder 3 Millionen oder 5 Millionen, was so unsere typischen Verkaufserlöse von Eintracht sind. 2,5 immer. Genau, 2,5, da kotze ich. Also da sage ich rein. Genau. Und das ist bei dieser Diskussion eigentlich das Entscheidende, dass wir, wenn wir jetzt darüber diskutieren, abgeben oder nicht, eigentlich ist es tatsächlich nur auf die Ablösesumme ankommen, finde ich. Weil das bei der Eintracht in der Vergangenheit echt fatal teilweise war. Also die Eintracht-Aufstiegsklauseln gibt es ja häufiger, nicht nur, aber bei der Eintracht hast du das Gefühl, dass die noch mal weiter drunter waren als bei anderen. Also dass ein Schwegler zum Beispiel für 1 Million Euro gehen kann, das würde ich trotzdem fast schon unter fahrlässig abhaken, weil klar sagen die dann, die Spieler zwingen dich dazu, aber dann nimm den Spieler bitte. Also dann den hatte man aber, glaube ich, für 500.000 aus Leverkusen geholt gehabt. Aber also trotzdem eine Ausstiegsklausel für Schwegler für 1 Million, das ist unter keinen Umständen zu akzeptieren, glaube ich. Also das kann mir auch keiner erklären, ehrlich gesagt, meine Güte. Also. Und das waren ja öfters schon so, Albert Streit, als er so seine Hochphase hatte, ist auch nur für 2,5 gegangen. Alle Jermaine Jones, also das Gefühl, alle gehen immer nur für 2,5 Millionen Euro hier. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich das ändert. Die Eintracht muss irgendwann mal, und das wird auch drin sein, meinen Spieler für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen. Also das ist auch nichts, wo du sagst, das ist eine unrealistische Forderung von uns irgendwie. Unterschreibe ich. Es gibt definitiv aktuell Spieler im Kader, mit denen du solche Deals machen könntest. Die Frage ist halt eben, gibt es die Angebote dafür? Ja. Gut, dann lass uns doch vielleicht das Wolfsburg-Segment noch zumachen. Wir müssen nämlich noch sagen, wie das Spiel ausgeht und bedenkt dabei, dass wir im Vitamals-Sondertrikot auflaufen werden. Das gibt ja nochmal zusätzliche Motivation. Kraft, gibt auch zusätzliche Kraft. Oh ja, genau. Ich sag 2-0. Marvin? Ja, was soll ich denn machen? Eigentlich hätte ich irgendwie einen Unentschieden getippt. Auch was sagen. Aber ich sollte irgendwas sagen und auch, ja, ich weiß nicht, garnern wir uns mal wieder ein 1-0. Ein 1-0. Dennis? Ich glaube nicht, dass wir hinten kein Tor fangen mit dieser Gaukeltruppe, die da hinten in der Innenverteidigung stehen wird. Das tippe ich mal auf ein 3-2. Okay. Ja. Basti? Ich sage 2-2 leider. Irgendwie, ich weiß nicht, habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ich finde das Trikot übrigens aber gar nicht so schlecht. Also, ist in der Tat richtig. Also no? Wir hatten schon schlimmere Spezialtrikots. Ja, also ich finde es überhaupt gar nicht. Ist das nicht Rote dramatisch mit Wiedermals dann drauf oder was? Ja, nee, das war nicht gesehen. Das Weiße. Das Weiße mit, also vorne anstatt Krombacher, dann mit dem Wiedermals-Logo. Total boogie, finde ich überhaupt gar nicht dramatisch. Eigentlich kann die Eintracht sich sowieso langsam mal auf die Suche nach einem neuen Hauptsponsor machen. Ja, da ist ja auch noch nichts rumgekommen. Also auch du hier merkst du wieder, dass es auch in der neuen Saison wieder so viele Planstellen gibt, die erstmal hier besetzt werden müssen. Ne?
ja, also gerade jetzt, wo du, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich jetzt ja die Sicherheit hast, dass du in der Liga bleibst, wo du die super tolle Geschichte hast mit dem Thema, dass du im Pokalfinale stehst, kannst du dich eigentlich super dafür empfehlen, da jetzt mal auf Sponsorensuche zu gehen, und ich hoffe, dass man das auch tut und dass man halt einfach nur endlich mal die Klappe hält und da jetzt nicht so viel nach außen trägt. Ja, wenn die ganz schlau wären und wenn auch der Sponsor ganz schlau wäre, dann würde ich das jetzt am besten vor dem DFB-Pokalfinale schon irgendwo klar machen, damit ich dann davor schon werben kann, dass ich in der nächsten Saison Sponsor der Eintracht bin. Also, weißt du, damit du da vielleicht schon mal eine Werbeaktion startest, ja. Weißt du, dass du da schon sagst, in der nächsten Saison sind wir Sponsor, und weil wir halt irgendwie saucool sind, sponsern wir allen 20.000 Eintracht-Fans, die jetzt nach Berlin gefahren sind, kriegen alle eine Cola oder was weiß ich, oder irgendwas, ein Bierchen, irgendwas, keine Ahnung. Aber du kannst ja Dinge, du darfst nicht vergessen, das DFB-Pokalfinale ist das Highlight. Das werde ich euch noch in ein paar Wochen erzählen, wenn es da wirklich soweit ist. Aber das ist das Highlight des deutschen Profifußballs, wo die Brücke zwischen dem absoluten Profifußball und dem normalen Amateur- und Vereinsfußball so gering ist wie noch nie. Also das ist die Kulmination von allem, was in einem Jahr im deutschen Profifußball zusammenkommen kann. Und das muss doch auch für einen Sponsor eine tolle Angelegenheit sein. Und gerade da kannst du natürlich auch alles raushauen. Ja? Aber ja, da kommt es natürlich auch darauf an, dass die Eintracht dementsprechend bis dahin Gespräche geführt hat, die irgendwie zu einem erfolgreichen Ende hindeuten. Ja, wird spannend, was sich da noch tut. Also notwendig ist es auf jeden Fall, da mal ein ordentlich dickes Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Ja, ich würde mich freuen. Also im Zweifel kann auch Karam als Dauersponsor der Eintracht werden. Ja, dann ist es wieder Krombacher, weil die ja dann im nächsten Jahr quasi zu Krombacher dazugehören. Ja, dann sollen sie halt, aber es ist doch ein schöneres Logo. Sollen sie uns noch ein bisschen mehr zahlen? Ja. Nein. Gut, kommen wir zu anderen dicken Kaninchen. Bei uns heißen die Dummschwätzer der Woche. Wir müssen erstmal auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat. Wir hatten zwei Kandidaten zur Auswahl, und ihr dürft jetzt so ganz knapp überlegen, wer da vielleicht gewonnen haben könnte. Kannst du die zwei? Traut sich keiner, du musst traut sagen. Traut sich keiner. Mit unschlagbaren 88% der Mobilator Thorsten Knippert. Ja, ist so. 88%. Ja. Ich hätte eigentlich auf 100 getippt. Also. Gab es schon mal einen höheren Dings bei uns hier? Nee. Vielleicht sollten wir ihm das twittern, dass er einen Preis. Also, ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Der Mobilator. Man muss aber Vollständigkeit halber auch sagen, dass der Mobilator hat sich entschuldigt, das ist richtig. Ja. War also kurz muss ich sagen, nach der Sendung. Genau, muss ich sagen, finde ich dann, trotz der Tatsache, dass ich seine Aussagen wirklich daneben fand, muss ich sagen, finde ich aber auch cool, dass er dann auch wirklich sich entschuldigt hat. Ja, also das auf jeden Fall, von daher. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber verdient hat er es trotzdem, den Wochensieg einzuheimsen, weil war halt schon selten nämlich. Ja gut. Ist halt so, ne? Ja. Passiert. Haben wir denn neues, selten dämliches für diese Woche, Herr Basti? Ja, es ist schon ein bisschen älter, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob einer von euch dieses Erklärvideo vom VfB Stuttgart gesehen? Zur geplanten Ausgliederung? Nein, noch nicht gesehen. Doch, habe ich gesehen. Das ist hervorragend. Also geht es darum, dass der VfB Stuttgart ja noch ein eingetragener Verein ist, glaube ich, und die jetzt ähnlich wie der HSV das auch schon gemacht hat und viele, viele andere sich ausgliedern will. Und da gibt es ja auch die wildesten Diskussionen. In Hamburg war das ja besonders prominent, die Diskussion, dass das da hin und her ging und viele Gegenstimmen, viele Vierstimmen und so zwei verschiedene Lager gab. Man kann zu der ganzen Sache stehen, wie man will, aber das Erklärvideo von VfB Stuttgart ist sehr absurd. Das ist so im Logo-Style, will ich das mal nennen, dass du das Gefühl hast, die erklären das irgendwie kleinen Kindern so. So, liebe Mitglieder, wenn wir uns ausgliedern, dann schieben die dann so, dann kommt Geld dazu. Bing! Und dann können wir nach Europa kommen. Bing! Und durch Europa kriegen wir noch mehr Geld. Bing! Wo du denkst, wenn das doch so einfach wäre, würde es, glaube ich, jeder komplett so machen und jeder wäre erfolgreich. Also es ist sehr, sehr absurd. Also das könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich habe dir den Link ja geschickt und das siehst du mir jetzt alles ein bisschen zu negativ, Basti. Was genau findest du daran? Schlimm die Art und Weise, wie das Video gemacht worden ist, oder die Art und Weise, wie sie, also was sie inhaltlich erklären? Beides. Nee, wie ich finde es sehr. Gemacht ist.
Also ich finde es sehr dubios, wie die quasi die Fans davon überzeugen wollen, den Verein auszugliedern. Das kann man ernsthaft machen, aber nicht mit so einem Video, wo du denkst, hallo? Es ist auf jeden Fall, der Inhalt ist auch sehr einfach gestrickt, als wäre das alles so einfach. Es kommt so rüber, wenn du das Gefühl hast, wenn der VfB Stuttgart davon ausgeht, wenn er wirklich denkt, dass dieses läppische Video Kritiker davon überzeugt, dann halten die von ihren eigenen Mitgliedern nicht allzu viel, weil die denken, wir brauchen ihnen das nur auf diese Weise erzählen, dann schlucken die das. Und das ist schon ein bisschen absurd, finde ich. Also finde ich zumindest kurios und hatten sich die Nominierung dadurch verdient. Klingt auf jeden Fall prächtigter. Genau, schaut euch mal an. Ich finde das ähnlich absurd wie der Basti. Da wurde es echt Leuten erklärt, die anscheinend nur 3 Gehirnzellen haben und bei denen und selbst die 3 sind nochmal durch den Mixer gedreht worden. Also keine Ahnung, gedreht worden. Das ist mal, dann will ich irgendjemanden beleidigen und dann spreche ich Worte falsch aus. So muss das manchmal sein. Naja, gut, ihr wisst, was ich meine. Ich tue das jetzt ungern, aber diese Art von Videos wird in den letzten 5 Jahren relativ oft für so Lernen und Weiterbildungsvideos gerade in großen Unternehmen eingesetzt. Also ja, ist mir durchaus bekannt. Marcella Glashusen ist auch neben so einem Büro, wo auch solche Videos hergestellt werden, aber man kann ja mit so dem Instrument von solchen Videos so und so umgehen. Und wenn das ist richtig, deswegen wollte ich ja wissen, ob du die Machart oder die inhaltliche Umsetzung. Nee, es geht nur um die sprachliche Ebene und wie das dargestellt wurde. Ansonsten sind ja Sachverhalt da so etwas verharmlosend dargestellt wird. Ja, genau. Er ist übrigens auch nicht absolut korrekt dargestellt, weil du sprichst über theoretische Möglichkeiten, die noch lange kein zwingendes Resultat sind. Ja, also nur weil du ausgliedert, heißt es nicht, dass du zwingend mit mehr Geld Europa erreichen musst. Ja, und nur weil du ausgliederst, heißt es nicht, dass du mit dem Geld zwingend deine Jugend verstärken musst. Ja, also das sind alle so viele Dinge. Da wird halt mit viel auch Emotionen gearbeitet. Naja, guckt euch das an. Ist kein Drama. Ist jetzt auch kein, also ich meine, es ist jetzt kein. Es sind jetzt auch keine kompletten Fake News, die da verbreitet werden. Aber es ist halt ein bisschen strange. Es ist ein bisschen merkwürdig. Alternative Fakten, ja. Verstanden. Genau. Ich würde ganz gerne den italienischen Fußballverband nominieren. Oh, ja, nicht der DFB diese Woche. Nee, wir wollen ja hier kleine Brötchen backen. Und zwar muss ich sagen, finde ich das schon ein hartes Stück. Ich weiß nicht, ob ihr den Spieler Montari kennt. Sully Alimuntari. Der Name sagt mir was. Genau, der spielt ja mittlerweile, hat auch mal bei Inter Mailand gespielt, auch in England. Ja, ja. Mhm. Genau, und ist ein Spieler, der jetzt halt in einem woanders spielt. Und bei dem Spiel gegen Cagliari gab es rassistische Beleidigungen gegen ihn, ne? Weil er ein Spieler mit einer dunklen Hautfarbe ist. Und da gab es mehrere Supporter, die ihn beleidigt haben, rassistisch. Und er hat dann keinen Bock mehr drauf gehabt und hat sich gedacht, fickt euch, darauf habe ich keine Lust, und hat das Spielfeld verlassen. So, und der italienische Fußballverband hat es aber nicht für nötig gesehen, Cagliari irgendwie zu verdonnern, ja, irgendwie mit Auflagen zu versehen, weil die rassistische Fans haben gesagt, naja gut, Leute, macht mal Halblagen, das sind ja so circa 10 Supporter gewesen, ist alles halb so wild. Aber was sie dann gemacht haben, weil er das Spielfeld verlassen haben, ihn haben sie gesperrt. Schön. Okay, ja, macht Sinn. Ja. Also das ist Fußball-Irrsinn manchmal. Ich meine, wir könnten uns auch täglich über den DFB aufregen mit all seinen Schwachsinnigkeiten. Aber das ist ein Kuriosum des italienischen Fußballs, was ich euch nur mal kurz darlegen wollte, was ich in seiner Art und Weise einfach nicht nachvollziehen kann. Weil wenn ich mir überall von der UEFA auch diese Antirassismus-Dinge draufpappe. Du nimmst es denen halt dann alles auch nicht mehr ab. Nee, das ist es. Und deswegen muss ich jetzt auch, ganz aktuell hat sich jetzt auch die FIFPro-Gesellschaft eingeschaltet, weil sie es nicht verstehen kann, den Vorgang, den der italienische Fußballverband jetzt eingeleitet hat. Mal schauen, wie es da weitergeht, aber ich finde das schon heftig, dass Pescara-Spieler Montari da hier irgendwie bestraft wird, weil er im Endeffekt beleidigt wird. Das wird schon sehr, sehr merkwürdig manchmal. Also es ist maximal absurd eigentlich an dieser Stelle. Ja. Deswegen meine Nominierung für den italienischen Fußballverband, den ich sonst gar nicht so gut kenne. Aber manchmal muss das sein. Ja, berechtigt. Absolut, absolut berechtigt.
Habt ihr sonst noch was? Ich nicht. Leider ich auch nicht, nein. Tja, dann haben wir wieder nur zwei Nominierte. Die Links und die Abstimmungen findet ihr wie immer im Blog unter eintracht-podcast.de und dann einfach auf die aktuelle Folge klicken. Da findet ihr dann alle Shownotes inklusive der Empfehlungen, von denen wir vielleicht was haben. Mhm. Haben wir denn Empfehlungen? Oder haben wir uns da letzte Woche verausgabt? Also wir haben ja letzte Woche die Mega-Empfehlung rausgehauen. Das war ja wirklich für jeden was dabei. Diese Woche habe ich persönlich keine Empfehlung, außer dass ich dir empfehle, doch mal ein bisschen ein Auge drauf zu haben, was bei der Republika passiert und vielleicht das ein oder andere dann auch mal auf dem Eintracht-Kanal rauszuhauen, wenn es irgendwie was Sportliches ist, auch aus dem Eintracht-Podcast-Kanal. Vielleicht kannst du uns da ja irgendwie auf dem Laufenden halten, wenn du schon bei der Republika bist und dich mit deinen ganzen Experten triffst. Genau, das wäre die einzige Empfehlung, die ich geben könnte, wenn Hörer unseres kleinen, feinen Eintracht-Radios hier nächste Woche zufälligerweise auch auf der Republika sind, dann twittert mich doch mal an und dann kriegen wir da bestimmt irgendwie so ein kleines Hörertreffen hin und ich gucke ansonsten sowieso auch mal, was da so an Talks dabei ist und wer weiß, vielleicht fällt da auch noch das ein oder andere für uns raus, was wir vielleicht inhaltlich noch verwerten können. Mhm. Meine einzige Empfehlung ist, besorgt euch Karten fürs DFB-Pokalfinale. Sau geil. Das ist eine sehr gute Empfehlung, weil du bestimmt auch viele Leute wütend machst, die einfach keine Karte bekommen. Naja gut, ich sag mal so, für den entsprechenden kleinen Obolus gibt es, glaube ich, noch einige Karten zu erwerben. Ich habe gesehen, die günstigsten Karten... Die Leute bei Via Gogos. Nein. Ich will hier wirklich niemanden provozieren oder sonst was. Ich habe nur gesehen, für vier Karten 2000 Euro waren dann doch... schon nicht schlecht. Und obwohl noch keine Karten im Verkauf waren. Ja, selbstverständlich ohne Hotel. Nein, wirklich verrückt. Nein, also wenn auch ohne Karte, muss man ja wirklich sagen. Alexanderplatz, glaube ich, geile Party. Berlin wird auf jeden Fall richtig abgehen und kommt einfach hin, das wollte ich damit sagen. Wenn noch Karten irgendwie zu besorgen sind, auch das im Stadion wird auch sicherlich eine geile Stimmung sein, vorm Stadion, ums Stadion herum. Also einfach eine riesen Empfehlung, aber es hat ja auch noch ein bisschen jetzt Zeit, wollte ich nur heute mal als einzige Empfehlung, sonst kann ich hier überhaupt keine Empfehlung geben. Ja, Dennis, du hast aber schlecht recherchiert. Also ich finde hier vier DFB-Pokalfinalkarten in der Osttribüne unter Rang für 350 Euro. Also das ist doch ein Schnapper. Was? Das ist ja wirklich noch billig. Günstig. Pro Karte. Nee, zusammen. Oh, das ist ja günstig. Vier Karten für 350 Euro. Ja, das ist aber saubillig. Ja, das ist eBay, die machen ja sowieso... Gott, ja, also Welt ist es noch eine laufende Aktion oder eine Auktion oder was? Ach so. Ja, gut. Ja gut, ich habe jetzt auch gedacht. Ich habe schon gedacht. ich hab jetzt ehrlich gesagt schon meinen Geschäftssinn eingeschaltet und habe gedacht, okay, dann mache ich jetzt sofort Kauf, ja. Genau. Und dann habe ich die Sache, weil das kannst du dann... dann leiten wir die weiter. verteilen. Nein, Spaß. Ich habe morgen einen Termin bei meinem Tätowierer und lass mir Marvins Arm auf dem Arm tätowieren, weil der mir eine Karte besorgt hat und ich diese Schuld werde ich nie mehr begleichen. Wir wollen Fotos davon sehen. oder du machst ein Live-Video. Da gab es da nicht, glaube ich, sowieso irgendwelche Anforderungen, Herr Marvin, von mehr Live-Videos oder generell Videos? Ja, wir können ja mal gucken, ob wir die Reise, die wir dort antreten, ein bisschen begleiten können mit der einen oder anderen Videobotschaft nach Hause für die Tätowierer. Dann fangen wir auch morgen beim Tätowierer an. Fand ich ja eine nette Idee vom The Metro, der dann gesagt hat, hier, mach doch mal so einen Vlog. Also ist auf jeden Fall eine coole Idee, je nachdem, wie die Verbindung ist. Und dann können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was durchposten, ob wir das dann auch bei Twitter raushauen. Wir wissen noch nicht, aber auf jeden Fall vielleicht mal bei Facebook. Da kann man ja mal öfter diese Live-Funktion nutzen. Das wird auf jeden Fall gemacht. Liebe Leute, ich freue mich. Wir sind ja hier von den vielen, die hier gerade palavern, haben zumindest drei sicher eine Karte, auch alle schon das Geld dafür gezahlt und insofern freue ich mich auch auf das DFB-Pokalfinale aus mehreren Gründen. Mal schauen, wann wir anreisen, das werden wir gleich noch intern besprechen, aber es wird auf jeden Fall richtig geil, aber bis dahin kann die Eintracht ja noch den einen oder anderen Punkt holen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Empfehlung direkt, also ich wüsste nicht mehr, was ich sonst noch irgendwie euch empfehlen sollte, außer nee, mir fällt nichts ein. Dann empfehlen wir euch nochmal in die Empfehlungen von der letzten Sendung zu gucken, weil da waren so viele, dass ihr die mit Sicherheit noch nicht alle durch habt. Da ist auf jeden Fall noch was dabei, was ihr jetzt diese Woche auch noch verwenden könnt. Ich kann die aktuelle Folge von 93 ruhigen Gewissens empfehlen, weil wer die Schnauze von mir fordert, ich bin nicht dabei.
Ah, okay. Ich sag's jetzt ungern, dann aber ja, die waren ein bisschen angenehmer als die in der Woche davor. Ja, ich weiß. Das ist eine sehr populäre Meinung, deswegen komme ich ja auch aus Bosheit immer wieder zurück. Bosheit. Aus Bosheit. Auch schön. Ja, ja, gut. Ansonsten kann ich nur empfehlen, mal einen Old Fashioned zu trinken, der ist ganz lecker. Ein guter Cocktail. Die Empfehlungen werden auch immer besser erfahren. Ja, ohne Mist, ja. Ja, geil, gell? Hier, der Dennis kauft euch Karten bei Viagogo und dann machen wir den Trink jetzt mal. Halt, ich habe niemals was von Viagogo gesagt. Indirekt schon. Du wolltest. Nein. Auf aber, gar keinen Fall. So Portale wollen wir hier nicht unterstützen. Nee, kauft euch überteuerte, also unterm Strich sagen wir, kauft euch überteuerte Karten und sauft euch dann voll. Ja, genau. Aber wir haben ja wenigstens einen sinnvollen Chat und die schreiben noch, geht am Freitag ins Museum, ins Eintracht Frankfurt Museum, denn da kommt die ganze Familie Char an. Also ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere von der Familie. Geil. Ja, und da könnt ihr Legenden besichtigen, der Bumkun Char. Würde mich mal freuen, würde mich mal interessieren, ob der Duri Char auch da ist. Das wäre ja so eine richtig tolle Sache. Also so eine sehr sympathische Familie, die am Freitag im Stadion ist. Geht da mal hin, also im Stadion. Museum natürlich, geht da mal hin. Das erfreut auch die ganzen Leute, die dafür zuständig sind. Die machen ja schon seit vielen Jahren eine herausragende, grandiose Arbeit. Und da kann man auf jeden Fall hin. Hier Mama, Papa und Duri, richtig schön. Danke Mona für das tolle Feedback. Oh mein Gott, ich kann heute auch nicht reden. Ich weiß, warum kann ich nicht reden? Weil ich noch kein Old Fashion getrunken habe. Da kommen wir wieder zum Thema. Ansonsten wollte ich jetzt ganz kurz erzählen, wenn wir schon bei der Thematik mit Viagogo sind, der Dennis und ich, wir hatten uns früher für das Spiel Bordeaux, haben wir uns auch Karten via Viagogo gekauft. Weißt du es noch? Gästebereich, ich glaube auch fast 150 Euro pro Karte. Ui. Und haben sie dann tatsächlich vor Ort nicht mal verwendet, sondern haben vor Ort noch für, ich glaube, 10 Euro Eintracht-Karten bekommen für den Eintracht-Block. Also es war total skurril. Wir haben die Karten bekommen, ja, also noch zusätzlich bessere Karten für ein Apfel und ein Ei und hatten dann jeweils 2 Karten pro Person. Was darin resultierte, dass wir versucht haben, die Viagogo-Karten wieder zu verkaufen, was natürlich bei einem nicht ausverkauften Stadion denkbar ungünstig war. Was wiederum darin resultiert hat, dass wir uns in dann einem Kreis versammelt haben und die Viagogo-Karten, die überteuerten Viagogo-Karten, allesamt verbrannt haben. Und einfach mal ein kleines 600-Euro-Feuer, ja. Wahnsinn. Ja. 600 Euro, eigentlich hätte ich das. War es denn wenigstens warm? Es war warm, aber es war auch an dem Tag eh nicht kalt. Außerdem war es uns die ganze Zeit sowieso warm, weil wir schon komplett hackedicht waren. Stellt euch mal vor, ihr hättet das Feuer gemacht und wärt wegen diesem Feuer nicht ins Stadion gekommen, hättet ihr die Karten verbrannt. Das stimmt, das stimmt. Die Gefahr war da. Ja, das war tatsächlich dort. Wäre noch absurder gewesen. Ja. Aber ich muss ganz kurz dagegen halten, also es klingt jetzt so, als wären wir immer voll. Normalerweise trinken wir nie Alkohol. Richtig. Ja, ich auch nicht. Ich trinke keinen. Wollte ich nochmal klarstellen. Und außerdem Kinder... Wenn jetzt Kinder zuhören, Alkohol macht Birne holen. So, danke. Mein Wort zum Sonntag. Gehen wir weiter. Amen. Unsere Empfehlung, trinkt weniger. Ja, oder auch gar nicht. Ja, genau. Gut, dann sind wir auch mit dieser Sektion durch und steuern damit schon massiv auf das Ende der Sendung hin. Wir haben einen neuen Monat, das heißt, ich möchte wieder Danken sagen an alle, die uns im vergangenen Monat finanziell unterstützt haben, per Patreon oder per Überweisung, PayPal, whatever. Ich will nochmal 3 Leute exemplarisch rauspicken, weil die Liste dann doch extrem lang ist, von daher danke exemplarisch für alle anderen an Jan, Alexander und Stefan für die Unterstützung. Dankeschön. Ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut mal unter eintracht-podcast.de/support. Da findet ihr alle Infos und ja, kleinste Empfehlung ist immer Feedback geben, Kommentare schreiben und vor allen Dingen uns weiterempfehlen, damit uns noch mehr Leute hören können. Ja, nächste Woche ist terminlich so ein bisschen schwierig, wie ihr ja gerade eben schon mitgekriegt habt. Ich drücke mich nächste Woche auf der Republika rum, von daher fahren die Herren hier die Sendung alleine, aber die kriegen das ja auf die Kette. Aber Termin müssen wir noch gucken, wie das ist. Am besten vielleicht einfach mal den Podcast, Twitter-Account oder Facebook im Auge behalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da dann irgendwas zu sehen sein wird, ob es einen Livestream gibt oder wenn die Sendung dann draußen ist. Von daher Augen auf.
genau, da werden wir auf jeden Fall euch noch zeitnah verständigen, damit ihr dann wisst, wann ihr wo einzuschalten habt oder ob wir es dann einfach tapen und dann online stellen. Also da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Vielleicht seht ihr ja auch den jungen René auf der Republika rumdachsen mit seinem Handy wild irgendwelche Dinge machen. Kann ja auch sein. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen. Ansonsten würde ich euch ganz gerne fragen, ob ihr der nackte Mann seid, der jetzt ein S-Bahn-Chaos in der Frankfurter Innenstadt verursacht hat. Also ihr könnt euch ruhig melden. Ja, wir behalten es auch für uns. Ja. Gut, habe ich jetzt gerade gelesen aktuell. Und ansonsten würde ich einfach sagen, schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Wir sind jetzt optimistisch und haben jetzt keine Angst, dass wir jetzt gegen Wolfsburg irgendwie eine Dachlatte vor Kopf bekommen, oder? Ja. Absolut nicht. Das wird ein sowieso nicht. Ein ganz angenehmes Spiel mit jeder Menge Punkte für uns und jeder Menge Tore und alles so, wie es sein muss. Meine Güte, was sind wir ein lieber Podcast. Ne? Wir muss schon sagen, es tut mir leid, ja, auch wenn wir wieder viele negative Kommentare bekommen, weil wir momentan den Hass nicht haben. Ja, aber wenn du halt im DFB-Pokal wieder einmal... Wie willst du denn da Hass haben in der aktuellen Situation? Also, ja, so das Ding ist... Es fällt mir einfach schwer, aber keine Angst, spätestens wenn Bobic den nächsten Mist raushaut oder so in der Sommerpause und wir uns ärgern. Ja, oder, der Hass kommt zurück. Ja. Genau, oder wenn Radetzky und wenn Radetzky für 1,5 Millionen an englischen Drittligisten verkauft wird, dann kommt der Hass wieder. Also, keine Angst. Das ist alles unwahrscheinlich, was du da gerade eben skizzierst. Von daher... Wie traurig eigentlich von den Leuten, dass die eher wollen, dass es uns nicht gut geht. Also, ja, einfach nur, weil es dann lustiger ist. Hass kommt zurück, ist ein geiler Trailer. Wir teasern das schon an, wenn es langsam soweit ist. Ja. Ja. Gut, dann machen wir den Sack erstmal zu und dann geht's dann gleich nach dem Outro weiter in der Postshow. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und ja, in der nächsten Woche wird's irgendwas geben. Bleibt dran, bis dahin. Macht's gut.